Richtig Energiesparen am Mac. Mit einem Wattmeter haben unsere Kollegen der Macworld einige Strategien zum Energiesparen überprüft und kommen zu wertvollen Empfehlungen. Am wirkungsvollsten erweist sich, die Helligkeit des Bildschirms zu verringern. Bei voller Helligkeit benötigt ein MacBook Pro von 2011 genau 13,4 Watt Leistung. Bei halber Helligkeit sinkt der Wert auf 9,4 Watt. Bluetooth auszuschalten bringt wenig, so sinkt der Verbrauch von 13,9 Watt nur auf 13,8 Watt. Tauscht die Bluetooth-Schnittstelle jedoch Daten mit einer drahtlosen Tastatur aus, steigt die Leistungsaufnahme auf 14,3 Watt. Sind weitere Geräte angeschlossen, sollte man nach der Arbeit MacBook und die Peripherie abschalten. Im Ruhezustand benötigt das MacBook nämlich noch 1 Watt Leistung.